Eine Wasserfontäne beschreibt die Bahn einer Parabel. Die Wasserdüse ist in 90 cm Höhe angebracht. Der Höhepunkt der Wasserflugbahn liegt 2,10 Meter hoch und ist waagerecht 80 cm von der Düse entfernt. Die Wasserdüse soll auf der Y-Achse liegen. Jetzt gibt es hier zwei Aufgaben. Einmal stelle die Funktionsgleichung auf und die zweite Aufgabe berechne, wo der Wasserstrahl auf dem Boden auftrifft. Also hier habe ich das schon mal gezeichnet. Das ist die Flugbahn, also die Wasserfontäne, als Parabel dargestellt. Und hier ist der Punkt, wo das wieder auf dem Boden auftrifft. Das ist eine typische Aufgabe zur Scheitelpunktsform. Scheitelpunktsform geht so, f von x gleich a mal x minus d zum Quadrat plus e. Dieses d hier in der Klammer ist die x-Koordinate des Scheitelpunkts, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Und das e ist die y-Koordinate des Scheitelpunkts. Wir wissen, wo der Scheitelpunkt ist. Das steht in der Aufgabe drin. Der Höhepunkt der Wasserflugbahn, also Höhepunkt ist der Scheitelpunkt, der Höhepunkt der Wasserflugbahn liegt 2,10 Meter hoch und ist 80 cm von der Düse entfernt. Also können wir aufschreiben, Scheitelpunkt S ist gleich, ich mache das in Metern, also 0,8, 80 cm waagrecht und nach oben hin 2,10 Meter, also 2,1. So. Mit Hilfe dieses Scheitelpunkts und eines weiteren Punktes kann man diese Funktionsgleichung leicht aufstellen. Wir brauchen noch einen zweiten Punkt und auch den haben wir, nämlich diese Wasserdüse ist in 90 cm Höhe angebracht und zwar liegt diese Düse auf der Y-Achse. Also wenn die auf der Y-Achse liegt, heißt es, die X-Koordinate ist 0 und die Y-Koordinate muss 90 cm, also 0,9 sein. Also das wäre ein weiterer Punkt, ich nenne ihn mal Punkt P, das wäre 0 und 0,9. So, jetzt müssten diese beiden Punkte in diese Scheitelpunktsform eingesetzt werden. Ich mache das mal in zwei Schritten, ich setze erstmal nur den Scheitelpunkt ein, dann wäre das f von x gleich a mal x minus 0,8. Zum Quadrat plus 2,1. Also die x-Koordinate ist ja hier positive 0,8 und wir sagen minus 0,8. Immer entgegengesetztes Vorzeichen. So, jetzt können wir diesen zweiten Punkt einsetzen. Wir haben einmal x und das ist 0 und y 0,9. Also y ist f von x. Wir können also für f von x schreiben 0,9 gleich. 0,9 gleich a mal, so für x 0 eingesetzt, 0 minus 0,8 zum Quadrat plus 2,1. So, wir sagen auf beiden Seiten minus 2,1. Dann steht da auf der linken Seite minus 1,2. Also minus 1,2 ist gleich a mal, so 0 minus 0,8 zum Quadrat. Das ist einfach minus 0,8 zum Quadrat, das ist 0,64. A mal 0,64, auf beiden Seiten geteilt durch 0,64. Und dann bekommen wir unser A, das ist minus 1,875. Also A ist gleich minus 1,875. Damit lautet die Funktionsgleichung f von x gleich minus 1,875 mal x minus 0,8 zum Quadrat plus 2,1. So, die Aufgabe B ist, berechne, wo der Wasserstrahl auf dem Boden auftrifft. Also es ist diese Stelle und das ist die Nullstelle. Wir müssten diese Gleichung hier gleich 0 setzen. Also ich schreibe das mal auf. Setze f von x gleich 0 und dann haben wir minus 1,875 mal x minus 0,8 zum Quadrat plus 2,1 gleich 0. Und das müssen wir jetzt ein bisschen umformen. Wir sagen auf beiden Seiten minus 2,1, dann steht da minus 1,875
mal x minus 0,8 zum Quadrat gleich minus 2,1. Dann beide Seiten geteilt durch minus 1,875. Dann steht auf der linken Seite nur noch x minus 0,8 zum Quadrat ist gleich minus 2,1 geteilt durch minus 1,875 ist positive 1,12 laut Taschenrechner. So, jetzt können wir die Wurzel ziehen. Dann entfällt auf der linken Seite das Quadrat. Dann steht da nur noch x minus 0,8 ist gleich Wurzel aus 1,12. Eigentlich kommen da zwei Ergebnisse raus. Ich müsste auch noch aufschreiben, x minus 0,8 gleich minus Wurzel 1,12. Aber wir interessieren uns nur für diese rechte Nullstelle. Die linke ist erstmal egal für diesen Sachzusammenhang. Deshalb nehme ich nur dieses eine Ergebnis. X minus 0,8 gleich Wurzel 1,12. Dann auf beiden Seiten plus 0,8. Und ja, das kann man jetzt in den Taschenrechner eingeben. Dann ist x gleich Wurzel 1,12 plus 0,8 ist gerundet 1,86. So hundertprozentig genau kommt dieser Wasserstrahl auch nicht auf den Punkt. Also das ist ungefähr richtig. Gut, damit ist die Aufgabe gelöst.